Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight mit mir, wegen beim letzten Mal. Sind wir ein bisschen durch den Garten der Königin gestreift. Oh! Und wir sind gerade wieder im Grünweg angekommen. Haben endlich das gefunden. Okay, wunderbar. Okay. Huch, hab ich gar nicht gesehen, den Kleinen. Ah, wunderbar. Da hab ich wohl noch was übersehen. Vielleicht hier oben? Nö. Vielleicht hier oben. Ja. Jetzt haben wir alle. Einen Moment. Ich juckt was im Auge. So. Grüne Kinder. Verirrt. Überwucherte Wege. Vergessene Träume. So. So ganz habe ich jetzt aber auch noch nicht das erreicht, was ich erreichen wollte, weswegen wir zurückgehen. Okay. So. Hier links. Ich komme hier nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Was muss ich machen? Kann ich das schon? Was muss ich machen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die nächste Bank ist. Wenn ich jetzt da... Es gibt sich nicht viel. Aber weil... obwohl... Ich müsste eigentlich da lang... Okay. Ah, cool. Gut. Jo, ich will zum Hirschkäfer-Ding. Wo sind wir hier? Ach, ist das hier, wo Clotho ist? Beziehungsweise war Clotho? Ne, Clotho ist noch weiter drüben, glaube ich. Oh. Puh, das war knapp. Hör mal, ich möchte echt keinen Streit. Hier war Clotho, oder? Oder nicht? Für den Teil habe ich auch keinen. Ach, weil wir. Technisch gesehen.
sind wir in der Nebelschlucht. Technisch gesehen sind wir in der Nebelschlucht. Okay. Ja, jetzt sind wir eh in der Nebelschlucht. So. Keine Ahnung, wo hier eine Bank ist. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Was haben wir hier drüben? So, hier war ich. Vorhin auch schon mal. Kam hier anscheinend auch nicht vorbei. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Aber warte, ist das nicht... Ne, ich kapiere es nicht, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ach. Ich drehe mich gerade im Kreis, ne? Ich drehe mich gerade im Kreis. Horrible. Horrible. Terrible. Terrible. Ich komme nicht so hoch. Ja. Einen Moment. Okay. So. Ja, das hier ist der Ort, wo ich eigentlich die Karte bekomme. Schön, dass wir da nicht hin können. So. Weiß ich auch nicht genau. Ich werde, denke ich, jetzt erstmal hier zu der Bank gehen, nur um mir sicher zu sein. Na, if you know what I mean. Hier die Bank? Ne, hier ist das steinerne Heiligtum. Wo wir auch den ein oder anderen Kampf hatten. So, das heißt, hier ist Le Bank. Und jetzt schauen wir uns mal die Karte an. Ah, jetzt schauen wir uns mal mehr von der Karte an. So. Da ist noch ein Weg, den können wir nicht entlang. Sprich. Entfernen. Entfernen. Da unten geht noch was. Hier haben wir relativ alles eigentlich abgegrast. Hier oben geht noch was, vielleicht? Ich weiß es nicht, ich glaube eher weniger. Hier drüben geht noch was, hier oben geht noch was. Da oben weiß ich nicht, ich bräuchte halt eine Karte mal von dem Ort. Hier runter natürlich und hier links natürlich, also hier so. Jetzt kann ich hier noch wunderbarerweise ebenfalls was hinschmeißen,
eher so in die Richtung. Sowohl als auch hier, was ja, denke ich, zur Nebelschlucht gehört. Gut. Uns fehlt nur noch die Nebelschlucht hier. Dann haben wir hier das meiste, ne? Wenn nicht sogar alles. Nochmal ganz kurz. Auf zu Pilzöde, nehme ich an. Macht in meinen Augen am meisten Sinn. Von der Pilzöde gehen wir dann weiter, benutzen unsere neuen Fähigkeiten. Oh. Hier ist die Bestie, mein Buddy. Apropos Bestie, das Bestarium. Könnten wir uns auch noch mal angucken. Irgendwann mal. Ist okay, ich wollte nur sicher gehen. Ja, ich habe die wieder geändert. Ich wollte nur noch mal gucken. Nee, nicht Talismane. Entschuldigung. Okay. So, hierhin geschafft. Sprich, jetzt trotzdem nochmal schnell auf die Bank. Wunderbar. Das Problem ist, in der Nähe von dem Ganzen war jetzt auch nicht wirklich ein Hirschkäfer-Ding. Na? Deswegen laufe ich ja hier hin und her. So, wir gehen jetzt zur Pilzöde, sprich nach rechts, Drecksack. Zur Pilzöde, nach rechts und dann runter. So, die infizierte Wegkreuzung geht mir gut auf den Nerv. Mag ich nicht mehr leiden. Ja, Fehler meinerseits. Ne, Pilzöde, rechts. Denn von der Pilzöde kommen wir ja jetzt am besten in die Nebelschlucht. Mal gucken. Ja, dafür müssen wir aber. Warte mal kurz. Ist hier eigentlich nichts? Okay. Bup, bup, bup. Pilzhütte. So, in der Pilzhütte angekommen. Gehen wir jetzt runter und dann links. Da fällt mir ein. Das könnte ich auch entfernen. Das habe ich ja jetzt.
Autsch. Bin ich schon dran vorbei? Ne, noch nicht, okay. Badespaß! So, zack. Oh, hoch. Höhlen voll Nebel, giftige Sporen, Gelehrte. Das ist doch lächerlich. Und nochmal. Super. Und ich habe nur 3 Energiedinger verloren. So. In der Nebelschlucht angekommen. Frage, die sich jetzt wirklich uns allen stellt. Nein! Wieso bist du falsch abgebogen? Ja, das ist die Frage, die sich uns allen stellt. Nein, die Frage, die sich uns allen stellt, ist: Wo geht's weiter? Wie können wir uns verbessern? Nein! Ich gehe jetzt einfach hier lang. So. Okay. Woo. Ich bin auf der anderen Seite. Wo ist er? Wo ist er? Conifer? Ja, hoho, so merkwürdig heil, als es auch sein kann, diese Höhlen übertreffen alles. Hast du dieses dunkle Tor unter uns gesehen? Es ist ziemlich verstörend, in seiner Nähe zu sein. Ich habe es möglichst vermieden. Zum Glück habe ich einen anderen Weg hineingefunden, auch wenn ich mich beim Warten durch die Säure ein wenig verätzt habe. Scheiße, ja, endlich, wir haben die Karte. Wir haben die Karte der Nebelhöhlen. Und die ist ja jetzt schon fast komplett. Wie geil. So. Nee, was sag ich? Die ist komplett. Die ist komplett. Oh mein Gott. So, weg. 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 Oh mein Gott. Was haben wir hier? Das ist die Bank, oder? Oder? Ich glaube. Ja, ich glaube, das ist die Bank. Ja, das sind die Nebel. Ist die Nebelschlucht. So, überwucherter Hügel. Was war da nochmal? Keine Ahnung. Die Nebelschlucht. Ja, jetzt gehen wir ins Lehrarchiv. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt erreichen wollen. Oh, war das wichtig jetzt. Mensch. War das wichtig?
Mensch, war das wichtig. So, im Lehrarchiv selber wartet unter anderem eine Bank auf uns, eine Bank zum Draufsitzen. Also eine gute Bank. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Angekommen. Quill wartet auch noch hier. Hier mache ich jetzt irgendwas auf. Ich weiß noch nicht was. Ah, schau an. Ich weiß, wo wir sind. Da unten ist nicht nur die Pilzöde, sondern auch die Station der Königin. Ja, dann weiß ich, wo wir sind. Gut. Ah, Menschenskinder, ha? Das ist eigentlich ein guter Moment, um jetzt das Bestarium zu zeigen. Allein aus dem Grund, weil wir jetzt einen runden Abschluss haben. Und ja, da wäre ich für. Sprich, das Journal. Wir gehen nach oben. Und schauen mal. So, davon müsste ich noch einen besiegen. Davon müsste ich noch zwei besiegen. Die haben wir alle. Ja, noch fünf besiegen, aber davon gibt es, glaube ich, keinen mehr. Kriegerhöhle habe ich sau wenig gesehen allgemein. Lebenskeim. So, jetzt muss ich mal hier. Die Mausfliege. Sie bringen ihr ganzes Leben damit, sich zu verstecken oder zu flüchten. Wie traurig. Oder ist es vielleicht so, dass sie dieses Leben selbst gewählt haben und es sogar genießen? Eine sonderbare Vorstellung, noch nicht auszuschließen. Was für ein sorgenfreies Leben man führt. Na, na. Pilzbewachsene Hülle. Oh, davon müsste ich sogar noch welche besiegen. Ah, Mantis Junges. Wenn es groß wird, bla bla bla. Und später haben wir dann. Ja, da kommen wir gleich zu. Besiege noch zwei mehr? Davon habe ich so viele besiegt. Flattert knapp aus Reichweite durch die Luft und wartet einen Gelegenheitsangriff ab. Stößt dann für einen entschlossenen Schlag hinab. Wenn du dich traust, warte ab, bis er zu dir kommt, versetze ihm einen Gegenstoß. Ja, der Seelenmeister. Penner. Was für eine Seltenheit. Ein Käfer aus Heilands Nest, der tatsächlich eine Bedrohung darstellt. Behalte sie gut im Auge, denn sie können schnell und verheerend zuschlagen. Ritter des Wächters. Abgeworfener Panzer eines Ritters im Dienst des Wächters, wiederbelebt durch einen Schwarm infizierter Fliegen. Wenn diese stillen Krieger im Kampf fallen, brechen ihre Körper auf und seltsame Käfer fliegen heraus. Ich frage mich, was aus mir herausfliegen wird, wenn ich sterbe. Werden meine Hoffnungen und Ängste in der Dunkelheit verwehen? Ein wütendes Geschöpf, das keine Rücksicht auf sein eigenes Leben nimmt, ein furchtloses Wesen. Kann man es überhaupt noch als Beute bezeichnen? Pillflip. Anpassungsfähigkeit ist wichtig zum Überleben. Wenn ein Problem unüberwindbar erscheint, versuche es von einem anderen Blickwinkel aus anzugehen. Fump. Winzig und friedlich, schwillt jedoch ungeheuer an, wenn es bedroht wird. Ausgesprochen witziges Geschöpf. Ausgesprochen witziges Geschöpf. Friedliches, aber fauliges Geschöpf trägt ranzige Eier in seinem Innern. Leicht aufzuspüren, wenn man seinen Geruchssinn folgt. Wenn du eins seiner Eier findest, rate ich dir stark davon ab, es zu essen. Der Dunkelverteidiger, wenn du für Ehre oder für Treue kämpfst, dann kannst du genauso gut für Staub kämpfen. Wenn du töten willst, tu es aus eigenem Antrieb. Das ist das Wesen eines Warnjägers. Ja, aber er ist ja auch der Verteidiger. Dunkelverteidiger for life, Bitch. Flugegel, der jüngste seiner Gattung, sein Körper setzt sich aus Zähnen, Flügeln und einem Bauch zusammen. Scheint sich mit seinen scharfen kleinen Zähnen an jedem Lebewesen festbeißen zu wollen, das vorbeikommt. Seine Artgenossen greift es allerdings nicht an, also hat es wohl ein Bewusstsein. Egelmon!
Digitier zu, Egelmatrone, eine unersättliche Brüterin, hat die Wasserwege mit ihren Artgenossen bevölkert. Ihre Innereien dienen als Nest für die heranwachsenden Flugegel. Junge zu haben, etwas von uns in der Gestalt eines Kindes zu hinterlassen, dieser Wunsch scheint allen Lebewesen inne zu wohnen. Auch ich habe den Einfluss dieses Urinstinkts verspürt. Splittermilbe, da war ich lang nicht mehr in der Kristallmine. So. Wütende Rachfliege. Rachfliege, deren Körper durch die Krankheit entstellt wurde. Sehr aggressiv. Die Krankheit, die von Kreatur zu Kreatur überspringt, verleiht Stärke und Mut. Doch sie scheint im Gegenzug zu den freien Willen zu nehmen. Würdest du einen solchen Tausch eingehen? Nein. Volatiler Grummer. Durch die Krankheit angeschwollener Grummer, der jederzeit platzen könnte. Tobende Hülle. Durch die Krankheit in den Wahn getrieben, stürmt ohne Rücksicht auf sich selbst auf Feinde zu. Geifernde Hülle, der Überrest eines Käfers, vollständig verzehrt von der Krankheit, spuckt ätzende Flüssigkeit. Dreckschaber, wimmelnder Räuber des Tiefnests, gräbt sich durch die Erde und bricht an die Oberfläche, um seine Beute zu überraschen. Diese Räuber sind so beweglich wie bösartig und werden versuchen, sich in den dunklen, engen, verwinkelten Höhlengängen, die sie graben, zahlenmäßig zu überwältigen. Sie sei immer auf der Hut. Schaberbrüter. Fliegendes Geschöpf, das Dreckschaber aus seinem Körper schießt, wenn sich potenzielle Beute nähert. Was? Das Dreckschaber? Ah, okay. Kadaverkriecher, Schmarotzer, der den Körper seines Wirts übernimmt, wenn dieser stirbt. Die Geschöpfe in dieser Welt haben viele großartige Verstecke gefunden. Ach, das hatten wir doch schon. Stark, gut beschützt und schnell sind sie mehr als nur einfache Biester. Beobachte ihre... Ja, das hatten wir auch schon. Da, Schattenkriecher, nur an tiefen, dunklen Orten anzutreffen, wurde noch nie beim Essen oder Trinken beobachtet. Dieser kleine Kriecher ist schwach und stellt keine Bedrohung dar. Doch irgendetwas an ihm finde ich beunruhigend. Die Art, wie er sich bewegt und die Geräusche, die er macht, sind irgendwie sonderbar. Schlundling greift an, indem er Säure spuckt und mit den Vorderklauen um sich schlägt. Lauerschlund, riesiges, unbewegliches Geschöpf, speit Gift, wenn Eindringlinge auftauchen. Grimmschlund. Manchmal höre ich den Ruf dieses Wesens. Hatten wir schon. Lichtkeim. Ein unvollständig von der Krankheit befallener einzelner Organismus. Huscht einfach herum. Davon habe ich keinen besiegt, obwohl ich die Möglichkeit hatte. Infizierter Ballon. Eine einzige Infektionszelle hat einen einfachen Verstand. Das Gas in seinem Inneren erlaubt es ihm zu schweben. Zerbrochenes Gefäß. Zerschlagener Leichnam von infizierten Schmarotzern wiederbelebt. Das Aussehen dieses Geschöpfes ist... ich und lesen. Das Aussehen dieses Geschöpfes. Ich habe so etwas Ähnliches schon einmal gesehen. Vielleicht sogar mehr als einmal. Sieht ein bisschen wie die Käfer aus Heilands Nest aus. Aber doch nicht ganz. Wo sind diese leeren kleinen Wanderer nur hergekommen? Dornige Hülle. Sie ist mit allerlei Grünzeug überwuchert und greift an, indem sie scharfe Dornen abfeuert. Ludel. 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 Ludel bewohnen die Wildnis außerhalb der Gärten der Königin. Grundsätzlich nicht aggressiv, doch ihr unkontrolliertes Gehüpfe kann gefährlich sein. Jupp, es scheint, als kenne ihre Energie keine Grenzen. Machen sie denn nie eine Pause, um zu schlafen, zu essen oder zu lieben? Okay. Abtrünniger Jäger lauert im Laub und greift an, indem er Windsensen aus der Ferne schleudert. Sie werden dich aus der Entfernung angreifen, also gehe nah an sie heran und schlage schnell zu. Ihre Körper sind zerbrechlich und werden deinem Nagel nicht lange standhalten. Abtrünniger Krieger, ein ehemaliges Mitglied des Mantis-Stamms, das verbannt und von der Krankheit in den Wahnsinn getrieben wurde. Marmu, fortbestehender Traum eines gefallenen Kriegers, Beschützer der Gärten der Königin. Wenn man die Augen zusammenkneift und so fest an etwas glaubt, wie man nur kann, dann wird es irgendwann wahr. Oh, Mamu, ohne Scheiß, ein Herz an dich, bester von den dreien. Kein Auge fand ich echt verstörend und Gallien fand ich wirklich cool, aber es geht nichts über Naivität. Naivität ist einfach süß. Mein Name ist Edwin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Hollow Knight. Bis dahin, ciao.